Poggi Matsushita, seine Partie gegen Slobodan Grujic, stand nun auf dem Programm. Ein Gegner eigentlich, der dem Japaner liegt. Grujic, das verriet er uns vor dem Match, spielt überhaupt nicht gern gegen einen Abwehrspieler der Marke Matsushita. Auch wenn er hier den Fehler macht, man muss sagen, für Grujic lief es in dieser Anfangsphase des ersten Satzes eigentlich ganz gut. Er machte auch eins durchaus richtig, nämlich spielte nicht zu hohes Risiko, sondern versuchte auch den Ball im Spiel zu halten und seine Chance bei Gelegenheit zu nutzen. 3 Punkte Führung für ihn. Wieder mal einer der seltenen Angriffe des Japaners, Koji Matsushita. Das Problem für die Spieler gegen ihn ist halt, es dauert lange, bis man den Punkt gemacht hat. Man muss unglaublich aufpassen, weil diese Schläge von Matsushita, die Abwehrschläge mit der Rückhand, sehr flach kommen, mit sehr viel verschiedenem Schnitt. Das dauert schon eine gewisse Zeit, bis man sich darauf einstellt. 19 zu 17 also nun die Führung für Bobo Grujic in der Schlussphase des ersten Satzes. Grujic, ein Spieler, der eigentlich über keine großen Schwächen verfügt, ein Allrounder. Ihm fehlt vielleicht noch so ein bisschen die Konstanz in seinem Spiel, dann wäre er ein ganz großer, aber absolut wichtig für seine Mannschaft, für den SV Plüderhausen. Satzbälle Grujic. Ein bisschen Glück gehört dazu, gute Leistung aber von Grujic. Er holte sich diesen ersten Durchgang verdient mit 21 zu 18 und Plüderhausen witterte jetzt auch die beiden an Tisch 1. Ein Erfolg von Grujic und Plüderhausen hätte tatsächlich aus einem 1 zu 5 noch ein 5 zu 5 gemacht. Aber Matsushita, ein ganz erfahrener Bursche, er hat für die Borussia schon viele wichtige Matches gewonnen. Zu 11 jetzt die Führung für Koji Matsushita und wieder ein langer, ein hart umkämpfter Ballwechsel. Und schauen Sie mal, wie schnell dieser Mann unterwegs ist, Koji Matsushita. Ja. 20 zu 17. Bei uns die Grafik zwischenzeitlich ausgefallen, aber wir halten sie auf dem Laufenden. Also jetzt die Möglichkeit, das Match zuzumachen für Koji Matsushita. 3 Matchbälle. Das war natürlich Hochspannung pur in der Hoberghalle. Im letzten Satz des letzten Einzels fiel die Entscheidung über das Gesamtergebnis. Grujic kommt heran, der vierfache jugoslawische Meister, der ja aus Gönnern zu Plüderhausen wechselte. Aber er trainiert und lebt weiter in höchstem Odenwald, dort also, wo der TTV Gönnern sein Trainingszuhause hat. Grujic, ja der einzige Jugoslawe bei der Weltmeisterschaft 99, sie erinnern sich, Boykott.
aber er kam nicht allzu weit im Einzel. Da ist es vorbei. Matsushita schlägt Grujic in 3 Sätzen. Er holt den 6. Punkt für Düsseldorf. Matsushita gewann 2 Einzel an diesem Abend als einziger. Das rettete die Düsseldorfer, die mächtig zittern mussten um die beiden Punkte. Das war unglaublich. Ja. Nach 1-5, ja. Niemand hat gedacht hier in die Halle, ja, dass wir können noch einen Punkt holen. Aber wir haben gesehen, ja, das war eine sehr gute Chance, ja, für uns. Ich meine, das größte Problem wäre gewesen, wenn wir hier ganz klar als Verlierer von der Platte gegangen wären. Und das war eigentlich, sagen wir mal, die einzige Unsicherheit am heutigen Tag. Aber jetzt, glaube ich, können wir eigentlich sagen, dass das für unseren Verein und für den Ort Blüderhausen ein Feiertag ist. Die letzten Spiele noch einmal auf einen Blick. Der Sieg von Nilsson gegen Mays, den wir gesehen haben, der war für Blüderhausen nutzlos, weil Matsushitas Erfolg über Grujic in der Wertung Vorrang hatte und Düsseldorf den 6. Punkt brachte. Der Rekordmeister musste lange zittern, aber am Ende gab es doch das Happy End im Schwabenlande. Was noch fehlt, kommt gleich mit Herbert Steffel.